Jo, meine Freunde, was geht? Heute sind wir mal in einem Second-Hand-Shop bzw. In einem Handflohmarkt und schauen wir mal, ob sich das auszahlt. Mein Fitnessstudio ist 1 Kilometer entfernt, darum schauen wir mal heute vorbei und los geht's! Freunde, Flohmarkt ist vorbei, beziehungsweise ich war gerade im Second-Hand-Shop und wenn ihr die Teile sehen wollt und die Preise wissen wollt, dann bleibt dran. So, fangen wir sofort mit dem ersten Artikel an und das ist dieser Windbreaker, diese Jacke von der Marke Kimsey, also dieser Windsurfing-Marke. Mit der habe ich eigentlich schon ziemlich gute Erfahrungen gemacht, ist jetzt eigentlich gar nicht so bekannt, aber bei Windsurfer richtig beliebt und dieses fette Logo hinten drauf ist wirklich mega und für die glaube ich bekomme ich leicht 20 Euro. Kommen wir zu dem zweiten Artikel und das ist diese Hugo Boss Winterjacke. Sie ist zwar schon ein bisschen alt, aber ich habe sie einfach nicht liegen lassen können. Hier das Hugo Boss Etikett und ich finde das trotzdem ein mega Fund und ich glaube 40, 50 Euro bekomme ich trotzdem dafür, obwohl sie nicht mal die schönste mehr ist. Und kommen wir zu dem nächsten Stück und das ist diese Armani-Jacke, diese Armani-Stoffjacke mit diesem Armani-Zeichen hier und auch beim Reißverschluss dieses Zeichen. Finde ich mega und die ist wirklich noch schön. Und für die, glaube ich, bekomme ich auch leicht 40 oder 50 Euro. Und im Second-Hand-Shop so eine billige Jacke zu finden, ist wirklich mega. So, kommen wir zum letzten Artikel. Und das ist diese extrem geile Vintage-Salomon-Jacke. Kann ich jetzt nicht richtig sagen, aber Pullover irgendwie auch nicht. Half-Zip, keine Ahnung. Macht euch selbst ein Bild. Ich finde die Ärmel einfach richtig mega. Und schreibt mal jetzt in die Kommentare, was ihr glaubt, was ich für alles gezahlt habe. Und ich finde diesen Pullover wirklich einfach nur mega mit den Ärmel. Schauen wir mal, ich habe von Salomon ehrlich gesagt selber noch nie etwas gekauft, aber den habe ich wirklich nicht liegen lassen können. Und ich glaube 20 Euro bekomme ich sicher dafür. Minimum 15 Euro. Und bei 15 Euro... für diesen Artikel wären wir sicher nicht so schlecht dabei, weil wir haben, beziehungsweise ich habe, für alles hier 15 Euro gezahlt. Natürlich mit vielen Handeln, weil ich glaube, ich am Anfang wollte eher irgendwas von 30 oder 40 Euro. Und natürlich mit Handeln und er kennt mich schon ziemlich gut. Ich bin da wirklich nicht so selten. Und ja. 15 Euro für diese vier Dinge ist auf jeden Fall wirklich richtig mega. Und wenn euch das Thema interessiert, Geld verdienen im Secondhand-Shop, im Handflohmarkt, am normalen Flohmarkt, mit Klamotten, egal welche Art oder mit Sneaker, lasst ein Abo da, schreibt was in die Kommentare und über ein Like würde ich mich freuen und ciao!